Halli, hallo, Hallöle, hier zurück bei Beasts of Prey. Ein Start bei schönem Sonnenaufgang heute ohne das Wölkchen und auch nur eine Folge aus verschiedenen gegebenen Gründen und Anlässen. Ich stehe hier auf einem gemütlichen Berg, hier am Rande unseres Tales, und wenn ich hier den Berg hinabgucke, dann sehe ich nichts. Und genau hier, wo ich nichts sehe, sollte eigentlich etwas sein, genauso wie da drüben. Sieht aus, als stünde da jemand rum. Wenn ich das richtig sehe. Oder sind das Bäume? Es könnten auch Bäume sein. Wer mal ehrlich, wer würde denn freiwillig bis hier hinterrennen? Ja, die Karten von Beasts of Prey wurden geupdatet und im Rahmen dessen auch gewiped. Wie man das so schön nennt. Das heißt, alles das, was Wolke und ich mühevoll uns zusammengebastelt haben bei den letzten oder während der letzten Folgen, ist weg. Das bedeutet, wir können mit diesem ganzen schönen Mist von vorn anfangen. Man sieht es ja auch in meinem Inventar. Ich habe nichts außer ein paar Bandagen. Ja. Solltest du eigentlich nicht. Das macht er immer noch so. Eines der Neuerungen, ganz offensichtlich. Was zum Henker tut er da? Ah, wenn man über die Bandage fährt, dann benutzt er sie automatisch, ohne dass man klicken muss. Das ist natürlich auch ein bisschen bescheuert. Dann damit ist sie jetzt, sind sie jetzt alle weg. Das war jetzt so eigentlich nicht gedacht. Aber gut. Tja. Die Welt hat sich augenscheinlich ein wenig verändert. Mal davon abgesehen, dass jetzt hier alles weg ist, was wir so mühevoll gebaut haben. Ich werde jetzt gerade mal trotzdem hier so ein bisschen, sagt hier, Zeug einsammeln. Dann vielleicht auch gleich nochmal eine Axt machen, um noch ein bisschen mehr. Ich mache jetzt eine Folge in Normallänge. Ich werde mich hier mal ein bisschen umschauen, mal gucken, was sich so verändert hat. Und ja. Und dann wird dieses Let's Play gezwungenermaßen in eine Pause gehen. So, wie war das denn jetzt hier? Bandit, das kann man jetzt machen. Das Stone Axe. Ah ja, Runstein brauche ich dafür. Okay. Ah, den Fehler haben die immer noch nicht gefixt. Ja, ist ja lustig. So, da vorne ist ein Stein. Den hauen wir jetzt mal ein. Komm, schön mit dem Messer. Damit es auch schön stumpf wird. Das Spiel kennen wir ja. So, den Stein nehme ich jetzt trotzdem noch fertig mit. Jetzt habe ich eine Axt, das ist ja schon mal ganz gut. Die zeigt ja sogar ganz gut Wirkung. Hey, bleib hier! Ja, unser Wölkchen ist in naher Zukunft für ein, zwei Wochen verreist. Das gönnt er sich mal, das darf er sich auch gönnen. Dementsprechend, ja, müssten wir für diese Zeit einen entsprechenden Vorrat aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, das hat keinen Sinn. Wir gehen das dann nach seiner Abwesenheit in aller Ruhe an. Und deswegen, da, dass die Steine einfach verschwinden, haben sie immer noch drin. Wird Beasts of Prey halt leider einen Moment lang aussetzen müssen. In der Zwischenzeit können wir dann noch uns nochmal genau informieren, was hat sich hier verändert, was ist hier so alles genau neu. Und dann,
Tja, können wir gestärkt uns gemeinsam wieder von vorne anfangen. Das ist doch super. Da freuen wir uns doch drauf. Yep. Also die Karten haben sich ein bisschen verändert. Auch das hier sieht irgendwie nicht mehr ganz so aus, wie ich es gewohnt bin. Jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht, zu welchem Zweck ich jetzt hier Stein einsammle. Einfach nur mal um zu gucken, wie das jetzt hier so läuft. Die Stein-Einsammel-Performance. Das kann auch... Ja. Also die Steine verschwinden immer noch. Unverändert. Soweit ich informiert bin, haben die auch nur im Bereich wirklich der Karten selbst ein bisschen was verändert. Das Gelände vielleicht ein bisschen verändert. Das sieht hier auch alles irgendwie schon ein bisschen anders da aus, als ich es eigentlich ursprünglich gewohnt bin. Gut, hier haben die Bandits hinzugefügt. Ist ja auch ganz nett. Ansonsten soll auch das mit den Dinos jetzt ein bisschen anders sein. Die sollen wohl ein bisschen mehr auch spazieren gehen. Wo spazieren gehen. Doch, das ist dieses jene unser Tal, aber... War das schon immer so? Ist das da oben meine einsame Palme? Kann sein. Also es sieht alles ein bisschen seltsam aus. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Gegend ein paar Dinos finden. Ich habe jetzt auf dem Weg zu Ort und Stelle auch noch einen Dino gesehen, den ich so bisher hier in dieser Welt noch nicht gesehen habe. Ja. Faszinierend. Aus diesem Tal gibt es gar keinen wirklichen Ausgang. War das schon immer so? Ich meine, okay, wir sind ja um diese Bergkette drumherum hier in dieses Tal rein, aber... Tja, mehr war es nicht. Da oben fliegt ein Fliegsaurier. Also ich habe noch... Jetzt schon mal das Gefühl, auch wenn die Steine nach wie vor plötzlich verschwinden, dass es auf jeden Fall ein bisschen mehr geworden sind. Wir begegnen hier auf unserem Weg jetzt doch relativ häufig Steinen. Was mit dem Gathering ist, ich weiß nicht, ob sich hier irgendwas verändert hat. Aber ich glaube nicht. Das ist irgendwie immer noch der gleiche Spaß, ne? Ja. Ziemlich tote Gegend. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo lang, irgendwo hochkommen, da hinten irgendwo drüber. Versuch ist es mal wert. Hep. Hep. Komm, gib dir Mühe, jawohl. Jetzt werden wir mal hier irgendwie wieder so ein bisschen in quasi zivilisierte Gegenden kommen. So, das sind jetzt ziemlich große Steine, die wir da vorne haben. Ein totes Land hier. Gucken, wie die sich so verhalten. Keine Rennenergie, dann dauert das alles ein bisschen länger hier. Tja. Sunshine. Das ist ein ziemlich fetter Stein. Den man aber auch angeblich zerkloppen kann. Zumindest zeigt er mir das an. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise so ein großer, massiver Stein ist, den wir vielleicht nur mit der Spitzhacke wirklich wegkriegt. Aber Spitzhacken kann ich mir keine machen. Dafür bräuchte ich Eisen und dafür müsste ich... Was ist mit dir los? Achso. Müsste ich diese Dinge hier definieren und... Dafür bräuchte ich erst einmal einen Crafting-Table, dafür muss ich jede Menge Holz hacken und dann brauche ich sowieso trotzdem auch noch einen Ofen und so weiter und so fort.
Das macht man jetzt nicht einfach schnell nebenher. Das bringt auf jeden Fall nichts hier. Wrong two together all. Ja, mag er nicht. Also die großen Steine kann er irgendwie zumindest mit der Axt nicht verwenden. Ich weiß nicht, ob das mit der Spitzhacke anders wird im Map. Er zeigt mir ja zumindest an, dass ich mit der Spitzhacke draufhauen soll, aber naja, gut. Ach, da steht er. Ach, da. Wrong, das heißt ja nicht Wrong Tool, das heißt Wrong Tool. Richtig. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Spitzhacke, um diese großen Steine zerklöppeln zu können. Dann ist aber die Frage, das würde mich jetzt trotzdem doch irgendwie mal interessieren. Mit diesen großen Steinen, ob da dann vielleicht ein bisschen mehr von diesen Special Rohstoffen rauskommt. Dann brauche ich aber jetzt noch, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen was kloppen. Damit ich hier noch ein bisschen Stein habe. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe ja gesagt, eine Folge mache ich. Ich mache jetzt keine halben Sachen hier. Aber das werden wir jetzt mal testen. Da muss ich halt jetzt nur gleich noch ein bisschen Holz hacken. So, Stein weg. Dann gehen wir halt eben Holz hacken. Macht ja dann auch nichts. Bang, bang, bang. Brauchte ich Logs oder Planks? Planks, 24. Na gut, das ist 1 zu 1, das ist egal. Was habe ich denn an Logs? Nichts. Scheiße. Na, an dem waren wir schon gewesen. Wo nichts ist, kann man auch nichts raushauen. Gut. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben 8 von 24. Und jetzt haben wir 11 von 24. Das ist ein großer Baum. Jawohl. Mittlerweile bringt das. Oder brachte das Hacken von Holz schon immer? Nein. Das war bisher immer nur ein XP. Mittlerweile gibt das 5. Das ist ja auch nett. Gut, ist eigentlich nicht notwendig, denn das, was da ging, hatte man eigentlich schnell zusammen, aber so hat man es halt noch schneller zusammen. 4 Stück brauchen wir noch. Gehen wir mal dahin. Die Sonne geht schon wieder unter, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Dann sehen wir gleich wieder nichts mehr, hoppla. So, hat sich was beim Craften verändert oder ist das immer noch das gleiche Problem wie eh und je? Woodplanks macht er halt so vor sich hin. Wenn ich aus dem Fenster rausgehe, nehme ich an, hört er auf. Tja, gut. Kann man ja kontrollieren, indem man hier reinguckt, ne? Da verändert sich nichts mehr. Ah. Ja, das muss man halt immer noch gemütlich abwarten. Und 24 Woodplanks sind jetzt doch eine ganze Menge. Höre Geräusche. Hauptsache, es kommt kein blöder Eingeborener, die erschrecken mich nämlich jedes Mal zu Tode. Schade, dass die Aufnahme noch nicht lief auf der Suche nach dem richtigen Ort. Eben kam mir so ein blöder Eingeborener entgegen und der kam dann auf diese tolle Idee. Was ist wohl denn ihre Art und Weise, sich verständlich, also so zu artikulieren, so auf sich aufmerksam zu machen? So wollte ich das sagen. Was prappel ich denn hier, Alter? Ja, auf jeden Fall hat er mich fürchterlich von hinten angeschrien und ich bin zu Tode erschrocken. Das fand ich nicht ganz so nett. So, wir haben ein Crafting Table.
Und wir stehen hier irgendwo mitten im Wald. In der Dunkelheit. Finde ich nicht gut. Wieso war denn der Tag jetzt so schnell vorbei? Oh, dann ist die Nacht vielleicht auch schnell vorbei, aber die Folge ist jetzt auch bald vorbei. Also, alles doof. Alle blöd. Ach, hier oben auf dem Berg werde ich nichts bauen können, nehme ich an. Schade, aber hier hat man so ein bisschen seine Ruhe. Ah, wahrscheinlich kann ich den Crafting Table auch sowieso nirgendwo hinstellen, weil ich erst irgendwie... Ach, dann muss ich mir erst noch eine Claim Flag machen, fürchte ich. Oh, scheiße. Ja, doch, da geht. Na, Gott sei Dank. Ich hab beruhigt. Da hätte ich jetzt mal so dermaßen keinen Bock drauf gehabt. Ach, du sollst die nicht... Das ist auch noch ein bisschen bescheuert, dass man, wenn man die nur anklickt, dass sofort dieses Split-Dingsbums kommt. So. Du kannst sie jetzt gerne mal vor dich hin definieren. In der Zwischenzeit würde ich gerne mal nach einem Furnace-Schrägstrich... Hallo? Achso, geht ja nicht. Schrägstrich, doch, Furnace heißt es. Geht sogar. Krasser Scheiß. Aluminium. So. This area is not yours. You need to build claim flag. Yeah! Fuck off. Scheiße. Och Mann. Mach's mir doch schwer. Claim flag brauche ich jetzt wahrscheinlich wieder Dinge, die ich nicht mehr habe, weil ich sie gerade verbraten habe. Claim flag, claim flag, claim flag. Soll hier irgendwo sein, oder? Claim land flag. Ach, nur noch ein paar Woodplanks. Das geht ja sogar. Das geht ja sogar. Den Stein habe ich. Dann brauchen wir ja nur noch ein paar Bäumchen hacken. Na, Bäumchen hacken habe ich gesagt. Zack, zack, zack. Drip. Jetzt mal insgesamt 5, dann müssen wir noch ein Bäumchen hacken. Hat er alle gekriegt? Hat er da Zung? Und dann erstmal wieder Woodplanks. Waren doch Woodplanks, ne? Nicht, dass ich jetzt Logs brauche und dann gucke ich blöde. Dann gehe ich nämlich gerade wieder hacken. Planks, ja. Planks. Und zwar brauchen wir 1. 2. 3. 4. 5. 6. Und 2 hatten wir noch. Das dauert jetzt irgendwie alles ein bisschen doof lang hier. Wieder weg. Und mach das an. Und nimm das hier dahin. Ist jetzt egal, wo ich das Ding hinhau. Ist mir sowas von Banane. Komm, hau das dahin. Sag ich, können wir jetzt hier mal einen Kackofen hinbauen. Scheiße. Ach, ja, komm hier, nimm den gerade mal mit. Stellen da hoch. Oder was drin? Ja, da ist ein elendiger Woodplank immer drin. Warum auch immer. Alles nur, weil ich mir eine Spitzhacke machen will. Jetzt brauche ich natürlich noch wieder Holz. Was ich aus einem Baum, in dem nichts drin ist, natürlich nicht kriegen kann. Wollte ich doch verarschen.
Alter. Also. Drei, damit komme ich glaube ich nicht weit. Einfach mal die sechs reichen. So, da zeichnet sich die Silhouette unseres kleinen Platzes ab, auf den man nicht hochkommt, doch da. Ja, dann hauen wir das da mal rein und hauen das da mit rein und das da mit rein und toll, direkt Platin gefunden. Das ist auch schön. Wo ich doch eigentlich jetzt primär Eisen bräuchte. Tolle Wurst. Der nackte Mann steht am Ofen und brennt. Ich brenne, ich brenne. Und zwar Dinge. Ah. Okay. Platin, Alu, Eisen, sieht alles gleich aus. Finde ich ja toll. Und zum Machen einer Pickaxe brauche ich natürlich zwei, ne? Ne, nur ein. Und Woodplanks. Ja, es ist ja... Das läuft ja. Das läuft ja sowas von. Eins. Und zwei. Und drei. Und wir haben die Pickaxe. Ist ja super. Jetzt bräuchten wir nur noch einen von diesen Steinen, die wir ja auf dem Weg hierher gesehen hatten. Das ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile längst weg. Das Gefühl, der Mond geht schon wieder unter. Also die Tageszeiten sind hier wahnsinnig schnell am Starde. Ja gut, dann müssen wir jetzt uns einfach mal umschauen, ob wir so einen großen Stein finden. Und mal da vorne zum Beispiel ist doch direkt einer, dann gehen wir doch mal zu dem. Rennen wir da mal eben rüber. Das ist ein Mini-Pupsstein, der interessiert uns nicht. Zu den wegkriegen, das ist klar. Jetzt geht es jetzt hier um die großen. Ja. Eigentlich sollte die Folge jetzt dann schon zu Ende sein und eigentlich habe ich auch jetzt keine Lust, noch groß eine zweite zu machen. Es ging ja auch nur darum, um einfach mal... Da kommt doch was raus. Einfach euch nochmal zu sagen, ja, es wird weitergehen, aber wir haben halt jetzt leider gerade das Problem, dass uns alles weggewiped wurde und dass nichts mehr da ist, aber deswegen werden wir... Ah, ach, die funktionieren wie die Bäume. Das heißt, die baut man nicht ab, da kratzt man nur dran rum. Das ist ja cool. Ich war allerdings ein bisschen mehr drauf einschlagen, was jetzt bei Bäumen der Fall ist. Aber immerhin kann man aus diesen großen Steinen jetzt was rausholen. Ist ein bisschen anstrengend, zugegeben. Die Frage ist, was holt man da raus? Hätte ich noch was? Das ist ja dann, wenn das läuft wie bei den Bäumen, die bleiben ja auch stehen, die laden sich ja dann irgendwann wieder auf. Kann man natürlich nicht direkt hintereinander zweimal fällen, das ist klar. Aber die regenerieren sich ja irgendwann wieder und dann kann man da wieder drauf einschlagen. Und so hat man ja bei den Bäumen schon immer eine endlose Ressource, wenn man so will. Hier kommt nichts mehr. Gut, lass gut sein. Wenn das jetzt bei diesen Steinen auch so funktioniert, ja, aber hallo, funktioniert das so? 11
11 Dinge haben wir da jetzt rausgeholt. 11 unidentified Ores. So, da hinten ist unsere Basis. Das interessiert mich jetzt nochmal, was wir da jetzt alles rauskriegt. Weil ich zu diesem Zweck... Ich muss ja auch irgendwie einkehren können. Also die Bäume hier in der Gegend habe ich alle schon gefällt. Hier noch nicht. Ja, war kein Baum, das war ein Rumgebimsel. So, ich weiß nicht, ob mir 6 Stück reichen. Nehmen wir den nochmal mit. So. Dann werden wir das jetzt nochmal austesten. Dann haben wir zumindest das mal, das eine Mal probiert. Dinos haben wir dann jetzt keine gesehen, aber gut, dazu werden wir ja auch noch kommen, denn das Spiel ist ja jetzt so definitiv für uns noch nicht vorbei. Es wird ja weitergehen. Wie, wann, wo, das kann ich euch so genau noch nicht sagen. Sag mal, im Zweifelsfall, früher oder später wird das kommen. Auf Facebook werde ich das mit Sicherheit dann auch irgendwie dann mal verlauten lassen. Sag mal, muss hier nicht normalerweise ein Fenster aufgehen, wenn ich hier auf diesen Crafting Table hier zugehe? Das ist ein bisschen verhunzt hier. So. Der muss mir jetzt das Zeug hier durchdefinieren. Das würde natürlich eine Weile dauern jetzt. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Wir haben jetzt große Steine und da kriegt man 11 von diesen Dingern raus. Das kann man sich so doch mal merken. Und da ist dann Schwefel drin. Was ist denn? Und dann ist da noch was drin. Das ist dann noch drin. Einer weg. Oh, das dauert jetzt aber. In der Zwischenzeit könnte ich eigentlich gerade mal... Ich könnte das ja zumachen. Der ist ja da trotzdem noch am Rumdefinieren. Nur 700 XP haben wir jetzt beim Gathering schon gemacht. Das geht also alles wesentlich schneller jetzt schon. Gut, werde ich trotzdem jetzt nicht ausnutzen. Ob man das jetzt hier noch so braucht, wenn es jetzt diese großen Steine gibt, wo man ausschließlich also Erze rauskriegt, das weiß ich noch nicht so. XP haben wir noch gar nichts, logischerweise. Na gut. Gehen wir uns mal wieder weg. Gehen wir wieder ins Inventar. Wir haben hier in der Zwischenzeit wieder Eisen gekriegt und haben hier Kupfer und haben hier nochmal Eisen. Ja, gut, ich werde das jetzt nicht weiter hier durchziehen, hupsa Eisen, weil mir das jetzt hier zu lange dauert. Das ist jetzt nicht Sinn der Sache, hier komplett wieder von vorne anzufangen. Also ich habe jetzt hier so nochmal eine kleine Basis. Ich werde mal gucken, demnächst immer mal wieder hier vorbeischauen, in der Zwischenzeit zu gucken, was hier daraus dann wird. Das Einzige, was ich gerade noch machen könnte, fällt mir da ein, ist den Crafting Table einsammeln und wieder neu hinstellen, damit wir das mal gemacht haben. Nein! Ein Bett. Iron Ingot und 4 Wood Planks. Gut. Das sollen wir nicht machen, habe ich gehört. Ist auch ein bisschen seltsam, dass hier jetzt da ist er wieder. Das ist irgendwie auch alles noch nicht so ganz sauber gerade im Moment. Ja, Splitter, genau. Splitten ist gar nicht falsch. Zack. Zack. Dann brennen wir halt hier mal das Eisen durch. So, hast du die jetzt da raus? Ich hab dir gesagt, du sollst die Kohle da rausnehmen. Du Depp, du Blöder! Verarsch mich doch. Genau, dann kannst du hier den Kopper auch noch reinschmeißen und das Schwefel, wenn du eh dabei bist. Das
Jetzt macht er ja so gemütlich weiter. In der Zwischenzeit können wir hier mal 4 Woodplanks machen. 1, 2, 3 und 4. Dann gehen wir hier wieder ins Inventar. Da haben wir das Eisen, da haben wir das Schwefel, hier haben wir noch Kohle und hier haben wir noch diesen Kupfer. Und dann können wir uns quasi ein Bett machen. Ein Bett im Kornfeld. Hallo? Ach ja. Natürlich. So, Ironore, schaffst du es noch? Sagen Sie mal. Na komm, das geht doch alles von unserer Zeit ab. Ich höre Geräusche. Tierische Geräusche. Näher kommend. Gerade ein bisschen beängstigend. Ich würde mir noch ein Bett machen. Ach, 3 Iron Ingots braucht das. Ach, das sind diese kleinen Mistviecher wieder. Die ziehen aber nur vorbei. Okay. Da haben wir aber Glück gehabt. Ach. So, und hier kann ich eigentlich auch als Planken durchbrennen. Ja, geht auch. Weil er jetzt... Ach, du sollst... du sollst nicht... Sag mal, legst du das Eisen da jetzt wieder rein? Du sollst die Kohle da rausholen. Du blöder Depp, du blöder. So. Ah, da oben laufen sie lang. Da sind doch noch mal ein paar Dinos bei uns vorbeigezogen. Ist ja nett. Ich meine jetzt keine, die wir noch nicht kennen, aber jetzt verbrate ich natürlich meine Woodplanks, die ich... Alter, jetzt geht er wieder aus. Will dieser Ofen mich eigentlich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ich wollte mir doch nur noch eben ein Bett craften, das kann doch nicht so schwer sein, Mensch. Wegen diesem kackletzten Eisen, das ich einfach nicht durchbrennen lassen will. Jetzt muss ich mir natürlich auch wieder Holzdinger schlagen. Natürlich auch die... Danke, jetzt schon abgefackelt habe. Da ist noch was. Und die Zeit rennt und rennt. Die Folge ist seit 10 Minuten vorbei. Egal, es gibt jetzt nochmal eine Überlänge. Einmal zum Abschluss. Das tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was mir leid tut, ist, dass dieser Ofen verdammt nochmal nicht tut, was ich ihm sage. Nämlich dieses Kackeisen durchbrennen. Ich wäre ihm sehr verbunden, wenn er das jetzt endlich mal tun würde, nachdem ich schon den halben Walz in diesem Ofen verbraten habe, weil er einfach dieses Stück Eisen nicht durchbrennen will. Mach jetzt. Mann. Ich will doch nur ein Bett haben, das ist doch nicht so viel verlangt. Verdammte Hacke. Ich warte. Also. Geht doch. Blödel. So, kann ich mir selbst ein Bett machen? Nein, natürlich nicht, weil ich keine Woodplanks mehr habe. Warum? Weil ich es in den Ofen geschmissen habe. Kann ich mir jetzt ein Bett machen? Okay, na wunderbar, wir haben es geschafft.
Ich hätte es nicht geglaubt, aber wir haben es sogar noch geschafft, noch am gleichen Tag quasi. Also es läuft mir alles irgendwie noch immer nicht ganz so, wie ich mir das vorstellen würde. So, jetzt haben wir hier einen Spawnpunkt. Das Ganze ist natürlich hier mitten in der Wildnis äußerst gefährdet, aber gut. So soll es denn dann sein. Wir sind am Arsch der Welt, also haben wir eigentlich ganz gute Chancen, dass uns hier hinten erst einmal keiner belästigt. Und ansonsten, wie gesagt, wir warten jetzt erstmal, bis Wölkchen aus seinem Urlaub, aus seiner Abwesenheit zurückkommt. Dann denke ich, werden wir hier wieder neu durchstarten und dann müssen wir halt leider irgendwie von vorne anfangen und dann, ja, werden wir mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Bis dahin gibt es jetzt erstmal eine Pause von Beasts of Prey. Aufhören wollten wir nicht, denn Spaß macht es ja trotzdem irgendwie. Ich habe es ja jetzt gerade wieder gemerkt. Ich wollte mal kurz 20 Minuten machen. Zack, sind, über 35 draus geworden. Naja gut, wie das dann weitergeht, bald. Und wann es weitergeht, wie gesagt, erfahrt ihr bei Facebook oder in einer meiner Minecraft-Newsfeed-Folgen, die ja jetzt regelmäßig immer kommen werden, wenn es was Neues gibt. Dafür müsst ihr nicht Minecraft immer komplett durchgucken, wenn ihr das nicht wollt. Ich kann es euch nahelegen, aber dann müsst ihr natürlich nicht. Die entsprechenden Folgen sind als Newsfeed im Titel markiert. Dann wisst ihr Bescheid. Gut, und dann sehen wir uns auch zusammen mit Wölkchen wieder beim nächsten Mal irgendwann in naher bis ferner Zukunft. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin ein freundliches Tschüssi.